bei diesem epischen Moment hole ich euch zurück zu Pokémon Stadium. Wir befinden uns im Hyperball Cup, mit denen ich hier wieder antreten werde. Ich habe ein mulmiges Gefühl bei Gengar und Sichlor, aber ich werde damit antreten. Mal gucken. Der Hyperball Cup, Kampf 1 gegen einen Rogge. Ui, Arbok, Omot, Slimog, Quappo, Mashok und Rasov. Okay, das ist relativ simpel. Alle sind anfällig für Rossana. Nehme ich mit. Dann nehme ich auf jeden Fall noch mit Sichlor, Zapdos und Sichlor. Ich glaube, ich brauche nur Rossana, wenn es gut läuft. Rasov. Okay, die sind alle auf 51. Weil die Gegner. Also Rossana müsste eigentlich mit dem ersten Gegner hier easy Schlitten fahren. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Hoffentlich. In der ersten Runde auf die Bretter. Mal gucken, wie es weitergeht. Welch kurioser Blitzstart. Springfrei für Omot. Ja, Omot wird schon schwieriger. Aber vielleicht sollte einer. Vielleicht reicht eine Psychokinese. Ein kraftvoller Angriff. Oh, Volltreffer, das muss reichen. Jo. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Also bislang ganz gut, ne? Ja, Mashok dürfte eigentlich auch keine Herausforderung sein. Also ich glaube, dass das Ganze irgendwie so geregelt ist, dass sie immer die gleichen Trainer sind, so wie es bisher ist. Und die immer bessere Pokes haben mit Entwicklung und Hasse nicht gesehen, ne? Das heißt, dass zwei, wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe, uns derbe Probleme machen werden. Ich hoffe mal, dass ich mich täusche, aber wir werden gleich sehen. Der erste Kampf war relativ einfach gegen den Biker, das war null Problem. Die Vorrunde werden wir noch überstehen, hoffentlich. Also der zweite Kampf, wenn der Rocker. Oh, scheiße. Eieieiei. Elektek. Was? Das Elektroball ist 54. Oh, Mist. Elektroball, Raichu, Tangela, Giflosa, Xenia. Ich habe gegen drei Pokes mit Rossana was, was effektiv ist. Kokowai brauche ich nicht einsetzen, oder? Kokowai kann ja nur Pflanzen attacken, kann aber Stachelspore und Edelsamen, könnte noch wichtig werden. Allerdings kann Gengar Hypnose. Sichlor ist hier, glaube ich, nicht von Vorteil. Rossana wäre ganz gut, das kann gegen alle was. Zapdos ist eher unspektakulär, also wir müssen auf jeden Fall mit Rossana anfangen. Gengar mitnehmen. Gengar hat halt einen immensen Spezialwert, ne? Okay, nehmen wir Gengar auf jeden Fall mit und ich nehme mal Kokowai mit. Okay, das wird schon schwer. Nur nicht Elektroball. Oh, shit. Gleich Elektroball. Das ist natürlich schon richtig schlecht. Ja, Elektroball ist auf jeden Fall schneller, aber ich versuche mal einen Todeskurs durchzukriegen. Oh, Donner. Autsch. Okay. Es gibt ihm einen Bodenkuss. Oh nein, es ist eingefahren. Zum Glück. Spannungsfeuerwerk. So, Psychokinese. Ah, oh, One-Turn-Sleep. Ich glaub's nicht. Shit. Was passiert jetzt? Wie viel ziehst du ab? Oh, zu wenig, zu viel, zu wenig. Beide Pokémon haben noch genügend Kraftreserve. Todeskuss nochmal, der wird wahrscheinlich. Killt der? Der killt nicht, der killt nicht. Zack! Es ist am Boden.
Okay, das ist jetzt krass. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Kokowai. Kokowai sollte hier sollte das jetzt hoffentlich noch reißen können. Stachelspore. Du musst dich jetzt mal wieder aufladen. Es kann sich nicht rühren. Eine Wolke Stachelspore. Oh, es ist paralysiert. Ja, die Frage ist, wenn macht das Ding jetzt nochmal Hyperstrahl? Ich glaube, Megasauger wird nicht killt. Ich mache jetzt mal erstmal Egelsamen, ja. Och nee. Es ist oh nee. Oh, es ist boah, das gibt's nicht. Der ist schon krass. Ein sehr rasanter Kampf. Der ist schon krass. Der kommt damit durch. Oh nice. Was streicht ihn daneben? Finde ich gut. Es steht noch. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Aber die nächste Runde übersteht das Viech nicht. Egal was es macht. Ja. Der Egelsam killt, jawohl. Okay, das war Elektroball. Was kommt jetzt? Satzenia. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich muss auf Gengar switchen, sonst hat das überhaupt gar keinen Sinn. Er wird wahrscheinlich. Ne, er macht jetzt keinen Schlafpuder, so ein Quatsch. Säure, alles klar. Das zieht bei Gengar nicht viel. Das ist schlecht. Konfusstrahl erstmal. Ja, so habe ich die Möglichkeit, dass es sich selber trifft. Scheiße. Och Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er alle meine Pokes paralysiert. Och, hör mal auf. Ey, sag mal, wie viel Pech kannst du haben, ne? Ja. Das ist ein Witz, ist das. Das Problem ist, Rasierblatt hat eine hohe Volltrefferquote. Das tut halt richtig weh. Ja, ich glaube nicht, dass ich das reißen kann. Der hat mit Sicherheit noch. Was hat er noch? Also. Entschuldigung. Das Elektroball, das kam absolut unvorhergesehen. Als erstes. Nee. Da hätte ich anders predikten müssen. Das war's. Also Azenia wird mit seinem nächsten Treffer 100 pro killen. Dann bleibt mir nur noch Kokowai. Und das wird gegen das nächste keine Chance haben. Wie er auch jedes Mal trifft, ne? Oh, doch nicht. Okay. Na, vielen Dank auch. Okay. Jetzt habe ich noch zwei und er nur noch eins. Das Problem ist,
Wenn er jetzt Gifu oder Tangela holt, dann habe ich ein Problem. Soll ich Raichu oder Electek kommen? Gifu. Das ist ganz, ganz schlecht. Das krieg ich nicht down. Ja, das wird mit einer Pflanzenattacke jetzt mein... Ja, oh, Blättertanz auch noch. Ist das speziell? Dann überlebe ich das. Hm. Glück gehabt. Ja, natürlich. Natürlich! Komm. Das war's. Okay, dann ist... Immerhin ist Gifloor dann gleich verwirrt. Ich kann mit Kokowai wenigstens ein bisschen versuchen, Schaden zu machen. Die Frage ist... Ja. Ich muss es probieren. Boah, war aber auch episches Match, ne? Ja, das zieht nicht viel ab. Ja. Ja, ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, ob das... Funktioniert das gar nicht oder funktioniert das jetzt nur bei Pflanzen nicht? Will das meiner sagen? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, funktioniert Edelsamen auf Pflanze oder geht das nicht? Fuck, ich bin gerade total... weg. Was passiert jetzt? Sie verfehlen. Beide Pokémon haben noch genügend Kraft. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Dass sie mit Säure durchgeht, dann habe ich verloren. Ja, das war's. Danke. Ja, verloren. Gut, das ging in die nach hinten los. Ja, der kommt leider zu spät. Der Arena-Fight geht weiter. Ja, dann muss ich im nächsten Part ein bisschen vorsorgen. Beziehungsweise muss ich gleich ein bisschen vorsorgen. Also, Kokowai ist gar keine Hilfe hier. Das funktioniert nicht. Gengar hilft bedingt gegen die Pflanzen.